Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir machen heute direkt mit Mushu weiter und der haut irgendwie gerade ab. Genau zu! Der will überhaupt nichts mit mir zu tun haben. War nur Spaß. Hast du kurz Hey, Zeit? Genau dich wollte ich sehen. Ich bin wieder voll da als Wächter des Tals und ich weiß genau, wem ich zuerst helfen will. Hast du Zeit? Wem willst du helfen? Dem Biest. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so groß ist und versucht, sich so klein zu machen, metaphorisch gesprochen. Wie willst du ihm helfen? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Wenn ich versuche, mit ihm zu reden, sieht er mir nicht in die Augen. Außerdem nuschelt er ständig. Ich habe das Gefühl, dass es ihm an Selbstvertrauen mangelt, was mir mein kleines Drachenherz bricht. Ja. Deshalb will ich, dass er... Nein, er muss der erste Teilnehmer von MUSHU sein. Das steht für mächtige Universal-Selbsthilfe-Unterstützung. Mächtige Universal-Selbst... Ja doch, okay, das stimmt. Ein spezielles Programm, das ich erfunden habe, um Dorfbewohnern durch Analyse, Aktion und Verständnis zu helfen. Analyse? Der erste Schritt im Programm. Man versucht herauszufinden, was die Person gerade durchmacht, um sie besser zu verstehen. Aktion? Aktion ist Schritt 2. Wir nehmen das, was wir über die Person gelernt haben und finden etwas, das sie tun kann, damit sie sich sofort besser fühlt. Verständnis? Wenn wir dann zum dritten Schritt kommen, Verständnis, wissen wir, was mit unserem Freund los ist und wir haben ihm geholfen, sich besser zu fühlen. Zumindest ein bisschen. Oh. Liebst du den Dann ist es an der so? Zeit, den Dingern wirklich auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, was los ist. Ich rede mit dem Biest. Toll, ich glaube, er weiß, dass ich etwas von ihm will, weil er mir aus dem Weg geht. Okay. Oh, du und ich machen dieses Wächterding zusammen? Fantastisch. Riecht ja, auf jeden Fall ist das fantastisch. Lass uns abhängen. Vielleicht kann ich dich ja noch dazu kriegen, nachher ein bisschen zu leveln, wobei ich glaube, dass die Sachen noch nicht zurückgesetzt wurden. Also zurückgesetzt, dass die Sachen noch nicht fertig sind, sodass ich ihn noch nicht leveln kann, nicht weiter leveln kann. Da ist er. Nein, nicht weglaufen, Biest, nicht weglaufen. Bleib stehen. Böses Biest. Hey, Biest! Dein Fell glänzt heute so schön. Ich habe nichts anderes gemacht. Aber danke. Das war sehr nett, dass du das gesagt hast. Kann ich mit dir über etwas reden? Du kennst Mushu, richtig? Er will dir helfen, dein Selbstvertrauen zu stärken. Er will mir helfen? Wie und warum? Ich dachte, dass die Einrichtung meines Gewächshauses dem Dorf hilft, mich zu akzeptieren. Ich glaube, Mushu will dir helfen, dich selbst zu akzeptieren. Er hat eine Art Programm, von dem er glaubt, dass es dir helfen wird. Ich weiß nicht. Das macht mich nervös. Würde es helfen, wenn ich Mushus Programm mit dir durchführen würde? Wir können es zusammen durchgehen. Das würde mir mehr Sicherheit geben. Sag Mushu, dass ich seine Hilfe annehme. Bitte. Schön, wie die Sonne hier okay, scheint. Okay, er steht direkt hinter mir. Also nicht weglaufen, Biest. Hallo? Oh, ja, ich sehe es an deinem Lächeln. Das Biest hat Ja gesagt. Es gibt nur einen Haken. Ich muss das Programm mit ihm machen. Nur so war er einverstanden. Ich schicke dich los, um das Biest zu überzeugen und du kommst mit einem 2-für-1-Angebot zurück. Das ist mein Glückstag. Womit sollen wir anfangen? Okay. Oh, ich liebe diese Einstellung. Die erste Phase des Programms ist die Analyse. Um dem Biest zu helfen, muss ich zuerst herausfinden, was in ihm vorgeht. Dazu brauchen wir einen Tintenklecks-Test. Ich habe in Merlins Bibliothek ein Buch über die Herstellung und Analyse dieser Tests gefunden. Also bin ich jetzt sowas wie ein Experte. Mhm. Wir brauchen für die Tests etwas Material. Könntest du Mulan um etwas Papier bitten und Bell um Tinte? Wir brauchen nur gute Materialien. Wir machen das hier nicht zum Spaß. Ja, ja, klar, natürlich. Mulan! Du bist gerade in der Nähe. Hast du kurz Zeit? Ja, ich hoffe, du auch. Hey Mulan, hast du ein schönes Papier? Mushu und ich brauchen es für eine Übung mit dem Biest. Geht es um Mushus Plan, dem Biest mehr Selbstvertrauen zu verhelfen?
Ja, für die Tintenkleckse. Tintenkleckse? Mushu hat etwas über Bilder gesagt, die deinen Geist öffnen. Ich glaube jedenfalls, dass er das gemeint hat. Hier, nimm dieses Papier. Viel Glück. Ich habe hier so viele gute Freunde kennengelernt. Das ist doch schön. So, Qualitätstinte von Bell. Ach so, ist Bell überhaupt? Ich laufe da so schön hin. Bell ist gar nicht da. Bell ist wahrscheinlich wieder im Futtern, oder? Nee. Diesmal nicht. Ist sie vielleicht auf Besuch auf einer ganz anderen Insel oder so? Hallo, Bell. Sie ist auf jeden Fall nicht hier, wenn ich das richtig sehe. Ach, sie steht neben... Oh mein Gott. Da, nee, sie saß neben mir. Aber sie hat sich doch dahin teleportiert, oder? Die war doch nicht die ganze Zeit da. Oder bin ich jetzt wirklich so doof? Bonjour, Gameplayerin. Es ist schön, dich zu sehen. Ich arbeite gerade an einer neuen Geschichte. Es ist der zweite Teil einer früheren Geschichte. Ein märchenhaftes Abenteuer über eine junge Frau, die in eine Kreatur verwandelt wird, als sie von verwunschenen Dornen gekratzt wird. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, wohin ihre Abenteuer sie als nächstes führen sollen. Wie wäre es mit einem Schloss in den Wolken? Ja, vielleicht klettert sie auf den höchsten Baum in einem verwunschenen Wald, hoch in den Himmel und entdeckt dort ein neues Königreich. Aber du bist doch nicht nur gekommen, um über meine Geschichten zu reden. Wie kann ich dir helfen? Hast du Tinte, die ich mir ausleihen kann? Mushu und ich helfen dem Biest bei etwas. Ja, natürlich. Ich habe jede Menge. Bitte, nimm etwas. Weil ich sie immer dabei habe, wenn ich durch die Gegend laufe. Ja gut, okay, wenn sie gerade an einem Buch am Arbeiten ist, kann ich es noch verstehen. Aber Tinte, da nimmt man ja dann eher irgendwie Stifte mit. Danke, Bell, und viel Glück mit deiner Geschichte. Aber gut, oh, ich meine, ne, es kann ja auch sein, dass sie alles mit Tinte und, Tinte und Federn schreibt. Man weiß es ja nicht. Oh, so sieht man gar nichts mehr. Dieser Blick von Mushu, ne? Ja, das ist genau das, was wir brauchen, um das Programm Mushu mit dem Biest zu starten. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Meisterwerke zu schaffen. Und mit Meisterwerken meine ich Tintenklecks-Tests. Öffne deinen und sieh ihn dir an, Gameplayerin. Oh mein Gott. In meiner Fantasie haben die fernen Länder nie so ausgesehen. Ein Tintenklecks-Test. Sieht aus wie ein Krieger. Könnte auch so ein Bug aus Starship Troopers sein, aber ich sag mal einfach, es sieht aus wie ein Krieger. Was siehst du? Ja, ich habe den geöffnet. Und nun? Sprich mit Mushu bei den Tintenklecks. Würde ich gern... Ah, jetzt können wir's. Okay, Gameplayerin. Jetzt, nachdem du dir deinen Tintenklecks angesehen hast, sag mir, wonach sah die Tinte auf dem Papier für dich aus? Nichts von dem. Es sah aus wie ein Krieger. Wie Tintenkleckse auf Papier. Das würde für mich bedeuten, dass ich mich nicht öffnen kann, beziehungsweise dass ich sehr fantasielos bin. Ein Universum voller Chaos bedeutet so viel wie, ja, dass ich halt immer das Schlechte irgendwo sehe. Also sage ich mal, die freundliche Wiese. Hm, Blumen, friedlich. Du bist ziemlich glücklich, oder? Nun ja, ich bin ein Optimist. Das stimmt sogar. Du hast allen Grund dazu. Hier bist du praktisch unser Sonnenschein. Jetzt, nachdem du deinen Tintenklecks-Test gemacht hast, ist das Biest an der Reihe. Stellst du ihn bitte in der Nähe seines Hauses auf? Seinem Schloss? Schlosshaus? Du weißt schon, was ich meine. Ich soll den Tintenklecks auf... Ach so, als... Okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn den Tintenklecks aufstellen? In der Nähe seines Hauses. Und wenn er dann hier vorbeikommt, dann sagt er sich, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Quatsch? Hat ein Kind das gemalt oder was? Nein. Wir stellen es mal hier hin. So, Frage ist jetzt nur, kommt das Biest auch vorbei? Oder muss ich den holen? Ja, ich habe es in der Nähe platziert. Und nun? Ich muss es noch näher platzieren, oder? Das ist wieder dieser Mist, dass man... Ach Gott... Dass man das nicht einfach nur machen kann, so wie die das vorgeben, sondern dass man das am besten irgendwie direkt davor platziert, damit das überhaupt angenommen wird. Ja, es war klar.
Hör zu, wie Mushu und das Biest darüber reden. Beide sind aber nicht, doch Mushu ist hier. Hallo, Biest. Ah, da kommt es. Dann gucken wir nochmal, was die sagen. Oh ja, ich war irgendwo und komme nach hier gerannt, um mir einen Tintenklecks anzugucken. Hey, Biest. Sieh dir schnell das hier an und sag mir, was du siehst. Zerstörung. Nein, warte. Scham und Schuld. Ein leerer Raum, in dem du nur Schatten hast. Das kann nicht richtig sein. Ach, hör mir zu, ich bin ein Narr. Wow, okay, keine Sorge, das sind nicht nur ein paar dumme Tintenkleckse auf dem Papier. Nein? Ich glaube sogar, dass das nur verschütteter Tee ist. Wie kommt der denn da drauf? Hey, geh und entspann dich mal. Wir sind bald wieder da mit dem zweiten Schritt. Dann geht es dir bestimmt besser. Muss die Sonne denn so grell sein? Jo, das hat die Sonne nun mal so an sich. Das war, was meinst du? Ich glaube, das Biest braucht wirklich unsere Hilfe. Blitzschnell. Ich wusste, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Das Biest braucht mehr Selbstvertrauen. Eine Aufmunterung wird nicht ausreichen. Weißt du, manchmal, wenn Mulan sich nicht gut fühlt, trainiert sie. Sie sagt, dass sie sich dadurch stark und ruhig fühlt, wodurch sich ihre Stimmung verbessert. Nicht beim Tai Chi, ja. Tai Chi ist richtig cool, muss ich sagen. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, über 2 Jahre, glaube ich, hinweg. Auch wenn ich mehr Rentner an meiner Seite hatte, aber trotzdem hatte der Kurs wirklich was. Stepp-Aerobic, nein, danke. Ich gehe lieber aufs Laufband oder eben mach Tai Chi, aber damit nimmt man halt nicht so ab. An was denkst du? Wie wäre es, wenn wir einen Bereich einrichten, wo ihr beide einfach etwas kaputt machen könnt? Wieso wir beide? Ich bin doch gar nicht wütend. Er setzt seine Kräfte eigentlich nur noch ein, wenn er wütend ist und sich nicht unter Kontrolle hat, oder? Aber wenn das Biest seine Kraft kontrolliert einsetzt und sich austoben kann, ist er vielleicht nicht mehr so wütend auf sich selbst. Und das wäre Schritt 2 des Mushu-Programms. Aktion, physische Handlungen, die uns dabei helfen, dass wir uns besser fühlen. Lass uns einen Zerstörungsbereich für dich und das Biest aufbauen. Ich brauche aber keinen. Oder soll er mich da zerstören? Das wäre dann nicht so nett. Wir können diese alten Möbel benutzen, die ich gefunden habe. Sie sind schon ein wenig beschädigt, also eignen sie sich perfekt zum Zertrümmern. Die soll ich jetzt aufstellen, oder? Hallo, alte Möbel? Und nicht vergessen. Verarscht dich mal. In der Nähe des Schlosses. Ey, Alter. Der macht doch das Schloss mit kaputt, wenn ich die Möbel direkt davor stelle. Warte mal, reicht das schon, wenn ich das... Achso, das sind mehrere. Oh, Moment. Dann kann ich das aber erstmal hier vorne hinstellen, ne? So, dann... Ich weiß ja nicht, wie nah das... Also viel näher kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja das Problem. Ich muss die hier schon... Ich weiß nicht, reicht das? Ja, immerhin. Hallo! Biest! Nicht weglaufen, wo bist du denn? Da. Biest, bleib stehen, ich habe keinen Boost. Komm her! Also keinen Beschleunigungsboost. Es tut mir leid. Hey Biest! Mushu meint, wir sind bereit für Phase 2 deines Programms. Was ist das? Etwas, das dir hilft, deine Stärke zu erkennen. Meine Stärke erkennen? Aber wie? Ich nehme an, ich habe Mushu mein Wort gegeben. Also gut, geh voran. Danke. Dann komm. Das ist hier habe ich was für dich zum Kaputtmachen, aber bitte nicht die Löwen kaputt machen. Die habe ich nämlich hingestellt. Zerstöre mit ihm einige alte Möbel in der Nähe des Hauses. Wie soll ich die denn zerstören? Ah. Bumm. Bumm. Und jetzt du, Biest. Na komm, trau dich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun sollte. Ich habe es geschafft, du kannst es auch. Komm schon, Mushu hat das nur für dich und mich engagiert. Würde es sich nicht gut anfühlen, deine Kraft gezielt einzusetzen? Vielleicht.
Ich fühle mich tatsächlich besser. Ich habe meine Kraft noch nie als Vorteil betrachtet, nur als etwas, das mich gefährlich macht. Siehst du, es geht doch. Bitte sag Mushu, dass ich bereit bin, weiterzumachen. Sag's ihm selbst, er hängt neben deinem linken, rechten Bein. Mushu, ich bin zurück. Lang nicht mehr gesehen, standst direkt neben mir. Ich glaube, dein Plan funktioniert tatsächlich. Tatsächlich? Ich bitte dich, natürlich funktioniert das. Ich bin einfach so gut. Das Biest meint, er sei bereit für den nächsten Teil deines Programms. Auf zum Finale. Verständnis. Darauf freue ich mich schon lange. Während du mit dem Biest die Möbel zerlegt hast, war ich auf der Suche nach Material. Danke, Leute, könntest du mit Daisy und Stitch reden und herausfinden, ob sie meine Bestellungen haben? Oh, und wir werden ein paar der königlichen Gewänder seiner Hoheit brauchen. Dafür musst du wahrscheinlich in die Heimat vom Biest gehen müssen. Okay, ich kümmere mich darum. Sobald du alles hast, geh zu einer Werkbank, um unser kleines Projekt herzustellen und stell es dann vor Biests Haus. Ich schaue nach, ob wir etwas von den kaputten Möbeln wiederverwenden können. Na gut, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Reich von... Wo ist es denn? Von Die Schöne und das Biest? Die alte Kleidung des Biests. Jetzt ist die große Frage. Wie komme ich jetzt wieder in den Raum, wo er drin gelebt hat? Und gab es da überhaupt Kleidung? Das ist noch die nächste Frage. Auch hier ist schon wieder Sackgasse. War ja klar. Sobald ich versuche, irgendwo hinzugehen, ist das natürlich der falsche Weg. Aber macht nichts, wir werden weiter gucken. Also hier geradeaus war, glaube ich, oder war das dieses eine Zimmer? Muss ich das jetzt aus einer Kiste holen? Da ist nichts. Ja, würde mich jetzt auch wundern, weil die Sachen sind halt alle leer gewesen. Die Frage ist nur, wo... was ist das? Lager öffnen? Ich wollte fast sagen, das ist eine Rose, aber das ist die Kleidung. Okay, dann haben wir die schon mal. Perfekt. Also die lag direkt neben der Badewanne, wie ihr gesehen habt. Und da müssen wir noch was von Daisy und von Stitch holen. So. Dann, wo ist Mushu denn jetzt? Stitch kommt hier gerade entlang. Ich muss dem wahrscheinlich wieder hinterherlaufen, so wie es aussieht. Ah, Mushu ist doch da. Ich wollte gerade sagen, weil der soll eigentlich ja die Zeit mit mir verbringen. Hallo. Stitch, Zeichnung von Gesicht Biest fertig. Du hast das Gesicht des Biest gemalt? Ich bin mir nicht sicher, wozu das gut sein soll, aber vielleicht macht es das, was Daisy für mich hat, ein bisschen verständlicher. Chaka, Stitch. Ja. Juhu, Gameplayerin reden wie Stitch. Taka, Taka. Okay. Ob das jetzt so gewollt war, da bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher. Aber gut, wir schauen uns das jetzt mal an, weil das sieht ja eher aus wie so eine Monsterzeichnung. Ich meine, gut, der ist ja ein Monster, streng genommen. Aber, och, jetzt läuft die natürlich von uns weg, sobald das getriggert ist. Ach nee, sie kommt. Ich dachte schon, ich wollte schon sagen, sobald das getriggert ist, rennen die ja immer weg. Wer ist denn da? Oh, Gameplayerin, ich wette, du bist wegen Mushus Bestellung von Schaufensterpuppen hier. Was auch immer es ist, ich bin hier, um es einzusammeln. Fabelhaft, ich bin sicher, ihr werdet sehen, dass sie eine meiner besten Arbeiten sind. Wofür auch immer sie gedacht ist. Stitch gab mir eine Zeichnung vom Gesicht des Biests. Ich glaube, ich weiß, was Mushu vorhat. Wenn du mit dem, um was es sich handelt, fertig bist, kommst du dann zurück und erzählst es mir. Ich muss es einfach wissen. Hier, bitte. Mach's gut. Okay. Stelle das Biest als Schaufensterpuppe her. Dann gehen wir mal eins nach oben. Da bin ich nämlich schneller am... nennt sich das jetzt? Am Werkzeug Dings hier. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, an dem Tisch. So. Möbel. Genau. Da haben wir alles für.
Platziere das Biest als Schaufensterpuppe in der Nähe vom Zuhause. Ich hätte es mir fast denken können. Gut, die Möbel hat er hier jetzt schon... Nee, ja, die Möbel hat er weggenommen, aber nicht die... Lässt er das jetzt da liegen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt irgendwie wegmachen kann oder soll oder... Was weiß ich. Ich mache das mal hier so... Neben den Eingang. Zack. Lass von dir hören. Nein, ich will nicht von mir hören lassen. Ich will das Gespräch mitbekommen. Biest, komm schon. Ist das eine Statue von mir? Musho, was ist das? Ich bin nicht Musho, ich bin das Biest. Und ich verdiene es, für immer verflucht zu sein. Niemand sollte aus seinen Fehlern lernen, wachsen oder sich ändern dürfen. Ich glaube nicht, dass... Und ich, das Biest, habe keine neuen Freunde gefunden und kümmere mich um niemanden. Ich bin egoistisch, egoistisch, egoistisch. Das ist nicht wahr. Es gibt Bell und Gameplayerin und andere hier. Sie liegen mir sehr am Herzen. Warum sprichst du so über dich selbst? Oh, ich glaube, ich verstehe diese Lektion. Noch nie zuvor habe ich so ein König. Das ist doch schön. Puh, das war der Hammer, oder? Ich glaube, wir hatten wirklich einen Durchbruch bei ihm. Der große Kerl wird wieder gesund. Du bist ein guter Wächter, Musho. Oh, ich bin noch nicht fertig. Nach so einer harten Sitzung könnte das Biest vielleicht etwas Warmes und Leckeres benötigen. Könntest du ein paar Schüsseln Wantan-Suppe kochen? Ich weiß, dass Simulan immer gut schmeckt. Ich glaube, ihm wird es genauso gehen. Hier, das ist Großmutter Fas Spezialrezept. Während du die Suppe kochst, werde ich nach dem Großen sehen. Du weißt schon, ein kleines Gespräch von Gegenüber zu Gegenüber. Ja, ist klar. Von Gegenüber zu Gegenüber. Wir sehen uns. Ja, ja, wir sehen uns. Dann gehen wir mal hier hin. Achso, erstmal das Rezept lesen, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon kenne. Zumindest sagt die mir jetzt gerade nichts vom Namen her. Ist das bei euch eigentlich auch so? Überall, wo ich hinkomme, sind die Kugeln, die ja eigentlich groß und auffällig sein sollten, nur noch so klein. Ich habe gedacht, das ist ein Bug, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr so wirklich sicher. Ich finde es doof, weil, ganz ehrlich, so übersieht man die halt eben schnell, ne? So, Wantan-Suppe. Einmal auffüllen. Oh, natürlich müssen wir dann wieder was benutzen, was ich nicht viel habe. Naja, gut, 22. Ich dachte, ich hätte noch weniger. Koch mit Gewürzen. Wieso sollte ich jetzt U drücken, wenn da gar nichts drin ist? Achso, ich muss zwei machen. Oh. Oh. Dann machen wir doch noch eine zweite. Da Disney es ja immer noch nicht hingekriegt hat, dass man einfach die Anzahl einstellen kann. Das Unternehmen ist halt zu groß. Ne? Es kümmert sich nicht so darum, was die Spieler wollen, leider. Deswegen spiele ich viel lieber eigentlich Indie-Games, muss ich dazu sagen. Weil da habe ich persönlich nicht nur sehr oft den Kontakt zu den Entwicklern selber, die sich übrigens immer freuen, wenn man ja halt Rückmeldungen zu den Spielen gibt, sondern da weiß ich wenigstens auch, was ich bekomme. Ich meine, das ist ein großartiges Spiel von Disney, keine Frage. Aber wenn ihr da schon Erfahrung mit gemacht habt, wisst ihr sicher selber, was es heißt, wie lange Bugs gefixt werden, beziehungsweise wie lange es dauert, bis das Ganze gefixt wird und so weiter. Und ja, wie gesagt, soll kein Gemecker sein. Ich finde es wirklich ein großartiges Spiel. Die haben mir echt was Tolles geleistet, optisch wie ja vom Spiele, von der Spieleerfahrung her auch. Ist halt nur... Ja, es ist was anderes. Also wenn ihr mal die Erfahrung macht wegen Indie-Spielen, dann kann ich euch, könnt ihr mir da wahrscheinlich nur zustimmen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal auf meinen Blog gehen. Ich habe einen Indie-Games-Blog, www.indie mit IE geschrieben, games.blog. Da werden regelmäßig neue, tolle Indie-Games vorgeschlagen und ja, vielleicht gefällt euch das ein oder andere ja auch.
Möchtest du dies weitergeben? Ja, obwohl ich die gerne, ehrlich gesagt, selber mal probieren würde. Aber es sah aus, als ob der Spinat drin war oder so. Achso, Hilfe. Ich liebe diese Schüssel zu Mulan. Nee, Quatsch. Ich bringe diese Schüssel zu Mulan. Es ist eins ihrer Lieblingsgerichte. Ach, deswegen soll ich zweimal... Ah, und ich soll jetzt die Suppe zum Biest bringen. Verstehe. Das hatte ich jetzt eben überlesen. Also, beziehungsweise habe ich übergangen. Entschuldigung. Könntest Biest. Du mir einen Gefallen tun? Ja, werde ich. Du kriegst eine Wan-Tannensuppe. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Oh. Was ist das? Es riecht köstlich. Wan-Tannensuppe. Ich hoffe übrigens, ich spreche das richtig aus. Das Rezept von Mulans Großmutter. Ich wollte gerade sagen, von Großmutter Mulan. Danke, Gameplayerin. Wenn ich Freunde wie dich, Belle und Mushu habe, die mich liebevoll behandeln, ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ich versuchen sollte, mich selbst auch liebevoll zu behandeln. Ich bin stolz auf dich. Ich... Danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Noch nie zuvor habe ich so ein Königreich gesehen. Wieso ist das immer... Ach so, ich dachte, das ist von ihm so grün, so blau. Hey. Was habe ich dir gesagt, Gameplayerin? Das Mushu-Programm ist genial, nicht wahr? Ich glaube, wir haben dem Biest geholfen, mit sich selbst im Reinen zu sein. Natürlich braucht es noch mehr Sitzungen mit ihm, aber das ist ein guter Anfang und nichts davon wäre ohne mich möglich gewesen. Ach, war nur ein Scherz. Du warst eine große Hilfe. Weißt du was, Gameplayerin? Du hast das Zeug zu einer großen Wächterin. Dankeschön, Dankeschön. Was mich irritiert, ist allerdings, dass wir jetzt hier nichts mehr machen können. Aber sehr schön. Die nächste Quest steht in den Startlöchern. Ich werde allerdings mal schauen, ob ich ihn eventuell noch ein bisschen weiter leveln kann, sodass ich dann mal direkt beim nächsten Mal beide Quests aufnehmen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Stufenquest das jetzt gewesen ist. Obwohl, man könnte es doch normalerweise hier sehen, ne? Level 7, genau. Dann haben wir noch die Quest von Level 7 noch frei und Level 10 muss ich dann noch freischalten. Ja, es war heute wieder eine etwas längere Folge und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich diese Wan-Tannensuppe aussprechen muss, ob das ein langgezogene A's sind oder eher kurzgezogen. Vielleicht gibt es irgendwo einen mit japanischer Abstammung oder so, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es nicht chinesisch ist, aber ihr wisst, was ich meine, der diese Sprache gut sprechen kann, der mir das wirklich mal reinschreiben kann. Würde mich auf jeden Fall interessieren, auch was es übersetzt heißt. Also was ich da eigentlich für eine Suppe hergestellt habe. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Ansonsten würde es mich auch mal sehr interessieren, wer von euch noch bis zum Ende dran geblieben ist. Das heißt, wir machen jetzt mal so ein kleines Spielchen. Und zwar alle, die noch bis zum Ende zugeschaut haben, schreiben am besten in die Kommentare, Wan-Tan oder von mir aus auch Wan-Tan-Suppe. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt und ja, mich interessiert das einfach, wer sich wirklich die ganzen Folgen durchgeschaut hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.